Ich würde da nicht reingehen. Bock kannst du kiffen? Wie heißt du? David. Und so? Matteo. Was ist deine Wimper? Kann ich mir jetzt was wünschen? Du hattest da einfach nur eine Wimper. Und dann direkt nach Detroit. Detroit? Ja. Beste Musikstadt ever. Hey. Na, alles klar? Dein Fahrausweis bitte. Und in dem anderen Bus ist dann auch der gleiche Monat. Ah, danke. Kein Problem. Zum Glück ins Kiffen? Ja. David? Wer war das? So, naja. Ist klar. War cool mit dir. Welche Stadt magst du dann? Detroit. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Käsetoast. Hast du Bock abzuhauen? Eigentlich gerade unter Wasser. Allein zu sein. Ist Alleinsein denn so schlimm? Ja.
Leonie und Sarah. Wir sind geliefert. Du bist gewonnen. Wir bleiben hier. Also, was ist hier? Ich bin hier. Sandwich-Fetisch. Bin ich hier, okay? Wir haben auch was miteinander. Ja. Warum ist David da? Glaubst du wirklich, dass es das besser macht? Keine Ahnung. Es macht es erträglicher. Es ist kein Mädchen. Das erste Mal gechillt haben zum Beispiel war. Das war richtig schön. So einfach. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und dann. Auf einmal war er weg. Wir hatten was miteinander. Wie? Bist du wirklich schwul? Ja, also. Glaube ich zumindestens. Das ist David. Hi. Gleitgel ist der Schlüssel zum Glück. Ich liebe sein Lächeln. Es ist
ich bei ihm bin, dann... Ich weiß nicht, ich fühle mich so verstanden. Es ist einfach wunderschön mit ihm. Das ist doch das Einzige, worauf es wirklich ankommt. Alles andere ist Nebensache. Lust hast, dass ich dich morgen abhole, nach der Klausur? Ja, klar, gern. Cool. Lass mich einfach in Ruhe! Ich will dir tausend Sachen sagen, aber ich kann nicht hier bleiben. Muss weg. Es ist nicht schlimm, allein zu sein. Wir sind alle allein. Wäre das Schicksal auf unserer Seite gewesen, hätte ich dich mitgenommen. Vergiss das nicht. Willst du mich verarschen? Was ist los? Ich kann dir das nicht mehr. Sie haben mich behandelt wie den letzten Dreck und es wurde immer schlimmer und ich konnte nicht mehr schlafen und wurde einfach nur weg. Es wird wieder genauso sein. Nein, wird es nicht. Natürlich. Sie werden mich wieder auslachen oder fragen, wie ich pisse oder Sex haben. Ja, aber jetzt bin ich da. Du bist so cool, das checkst du einfach nicht mal. Okay. Keine Ahnung, wie sehr sich alle für dich eingesetzt haben die letzten Tage. Und alle bei mir zu Hause und haben überlegt, was wir machen können, damit es dir besser wird, um dir zu helfen. Ich bin ja auch nicht so alt, Alter. Was hast du gesagt? Ich dich liebe. Yeah.
Den Kuss, du Arsch. Nee. Soll ich was machen? Meinst du, okay? Also oben rum auf jeden Fall. Und unten weiß ich nicht. Ist das schlimm? Nein, das ist gut so gewesen. Ich muss echt nicht erwarten. Ich will ab. Und du? Hast du einen Plan für die Zukunft? Weiß nicht. Das Leben ist doch gerade ziemlich schön, wie es ist, ne? Das Leben ist doch jetzt. Mit euch.